Hey Leute, was geht? Ellie knallt rein hier und ich halte euch wie immer auf dem Laufenden zu den jeglichen Sachen, die es gerade im Destiny-Universum gibt. Und es gibt einiges, und zwar die Massenentlassungen und die feine Shape-Verschiebung. Und da möchte ich heute nochmal mit euch drüber reden, denn wir haben ziemlich viele Updates und Bungie scheint finanziell nicht gut unterwegs zu sein. Genauso wie es einige Informationen gibt, wie die Mitarbeiter hier behandelt wurden. Und darauf möchte ich einmal aufmerksam machen und wir schauen uns jetzt zusammen einmal die Artikel an. Als allererstes haben wir den hier von Jason Schreier. Also ungefähr 100 Leute, jetzt haben wir auch Zahlen, ungefähr 100 Leute wurden entlassen, also direkt gefeuert. Vor 2 Wochen wurden die Mitarbeiter informiert, dass Bungie die Umsatzziele um 45% verfehlt hat. 45%. Das ist nicht, also... What the fuck? Also das ist fast die Hälfte. Hier muss es maximale Fehlkalkulationen gegeben haben. Also erstmal, es kann nicht sein, dass Destiny 45% zu wenig eingenommen hat, wenn die Zahl normal gewesen wäre. Die Zahl muss irgendwo so weit oben gewesen sein, dass das würde sonst gar keinen Sinn ergeben. Also das muss wirklich, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Denn das Spiel ist total monetarisiert. Und also bis zum geht nicht mehr vorne und hinten. Und es kann nicht sein, dass 45% zu wenig eingenommen wurde. What the fuck? Also das ist schon krass. So. Employees were galvanized to get things on track. Also die Employees, also die Mitarbeiter wurden sozusagen dann informiert, dass sie ja die Sachen wieder ja, auf die richtige Bahn rücken sollen. Und dann... kamen die überraschenden Kündigungen. Wie gesagt, 45% zu wenig haben sie eingenommen. Unter anderem hat der Bungie-CEO noch etwas weiteres angeblich, ganz richtig, allegedly. Das ist wahrscheinlich auch wieder durch Mitarbeiter weitergekommen zu IGN. Bungies CEO Pete Parson allegedly told remaining employees that the company had kept the right people to continue work on Destiny 2. Was heißt das auf Deutsch? Der Bungie-CEO Pete Parson hat angeblich den übrig gebliebenen Mitarbeitern gesagt, dass die Company die richtigen Leute behalten hat, um ja, Destiny 2 weiterzuentwickeln. Layoffs were largely due to Destiny 2's underperformance over the last year and lower than expected pre-orders for the final shape. Also diese Kündigungen sind hauptsächlich passiert durch die große Underperformance, also 45% haben wir gerade drüber geredet, über das letzte Jahr und halt, dass es viel zu wenig Pre-Orders für The Final Shape gab, also für das letzte DLC. Ganz kurz, es ist eine Frechheit zu sagen, wir arbeiten mit den richtigen Menschen weiter an Destiny 2, weil das würde heißen, dass Michael Salvatore und Michael Sacrist und auch Dirty F'n Hippie und die Community Managerin alles die falschen Personen für Destiny 2 gewesen sind. Und allgemein die Community Manager. Also, was ist das denn? Wie kann man denn sowas sagen? Und da, also, der Hate Train stoppt halt auch einfach nicht. Ab dem Punkt fragt man sich ehrlich, wie es verdammt nochmal sein kann, dass es hier keine PR-Statement gibt. Das wird zerrissen bis zum geht nicht mehr. Es gesickert immer mehr durch, weil die Ex-Mitarbeiter komplett aufgelöst sind. Das ist doch logisch. Also, anscheinend haben wir Leute nicht genug Final Shape gepreordert, damit die Leute bleiben konnten bei Bungie. Cool zu wissen. Ich möchte dazu noch mal ganz kurz sagen, vielleicht liegt das ja auch einfach daran, dass man mehrfach gesagt hat, dass man nicht overdelivern möchte und nicht zu viel an Content abliefern möchte. Vielleicht hätte man ja genug Content abliefern können und hätte es nicht mit Absicht dann gecuttet. Man hätte die Spieler zufrieden gestimmt und man hätte mehr Umsatz gemacht. Aber ey... wer bin ich schon, dass ich darüber reden kann? Und jetzt kommt das Krasseste mit. IGN reports that Bungie developers have been begging leadership to make necessary changes to win players back. Was heißt das auf Deutsch? IGN
hat berichtet, dass Bungie Programmierer und halt die Developer von Destiny 2 die das Leadership Team angebettelt haben, die wichtigen Änderungen für das Spiel zu machen, um die Spieler zurückzugewinnen. Und anscheinend wurde nicht auf die gehört. Es sind nicht die Devs, Leute. Es waren auch nie die Devs. Es sind immer die Leute oben, wo wir vielleicht auch ein paar Namen gar nicht kennen. Wenn ihr mehr dazu lesen wollt, werde ich euch unten auch diesen Artikel hier einmal verlinken. Und da steht nämlich alles drin dazu und auch nochmal sehr viel genauer, was hier genau passiert ist und warum sich die Leute mistreated fühlen, also schlecht behandelt fühlen. Und dazu habe ich jetzt noch einmal zum Abschluss von Zavala. Das ist eine Content-Creatorin im englischen Raum. Vielleicht kennen sie einige, vielleicht nicht. Sie hat das Recht bekommen, eine Story zu posten von einem Bungie-Mitarbeiter, der gefeuert wurde. Und das lese ich euch jetzt auch einmal vor. Ich werde das direkt übersetzen, okay? Weil ich will das jetzt nicht alles zweimal vorlesen. An diesem Morgen, an meinem Off-Day, also an meinem freien Tag, bin ich aufgewacht zu einem Text, wo drinne stand, dass ich mich auf den Weg ins Office machen soll für ein wichtiges Meeting. Als ich dort angekommen bin, sind die News schon draußen gewesen. Es war ein Albtraum. Menschen haben geheult auf ihren Schreibtischen, ihre Sachen zusammengepackt. Ich habe meine E-Mails gecheckt und habe auch, die unglücklichen Nachrichten bekommen. Mir wurde es nicht mal persönlich gesagt. Zu dem Zeitpunkt, als ich mein Namensschild und jegliches weitere dort gelassen habe, wurde mein Account schon deaktiviert. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch tun soll. Also ihr müsst euch das mal ganz kurz bildlich vorstellen, okay? Ich habe dazu auch einen Stream gemacht, auf Twitch, und habe das hier vorgelesen. Das sind diese Leute, die dort arbeiten. Das sind unfassbar talentierte Leute. Also wirklich, die Destiny machen, das sind unglaublich talentierte Menschen. Und das ist wahrscheinlich auch deren Traumjob. Bungie ist immer noch eigentlich führend, wie sie Mitarbeiter behandeln und wie die Gaming-Szene eigentlich sein sollte. Eigentlich. Nach diesen Vorfällen hier definitiv nicht mehr. Aber ihr müsst euch das bildlich vorstellen. Das sind Leute, das ist deren Traum, dort zu arbeiten. Und es soll mir auch keiner in der verdammten Kommentarsektion kommen. Wie kann es denn ein Traum sein, bei Bungie zu arbeiten? Komplett raus. Hast nichts zu suchen hier. Also, das ist, wer sich ins Game Design setzt und Destiny liebt und an diesem Spiel arbeiten möchte und sich seinen Weg dorthin erarbeitet, zu Bungie zu kommen und dort zu arbeiten und seinen Traum erreichen will, weil er das Spiel liebt, weil die Leute, die dieses Spiel programmieren, die haben eine Passion dafür. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr kommt als Mitarbeiter in dieses Office rein und das allererste, was ihr seht, ist, dass Leute Heulkrämpfe auf deren Schreibtischen bekommen. Weil die gerade deren Traum verloren haben. Aus dem Nichts. Und ja, wir müssen auch nicht darüber reden, dass das Amerika ist. Und Amerika ist scheiße. Amerika ist scheiße, was solche Sachen angeht. Keine Kündigungsfristen und so weiter. Heißt aber nicht, dass wir diese Probleme nicht ansprechen sollten. Und damit sollte niemand hier durchkommen. Absolut nicht. Das ist absolut krank. Und hier kommt immer mehr ans Licht. Und die Leute sind immer unzufriedener. Und at this point, ich habe gar keinen Bock auf Destiny. Also ich habe gar keinen, wenn ich mir sowas angucke, wenn ich hören muss, we kept the right people to work on Destiny 2. Also, was man sich rausnimmt an Frechheit, so etwas zu sagen, weil das immer das genaue Gegenteil dann impliziert. Das ist unglaublich. Na, was ist eure Meinung dazu? Schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare und abonniert den Kanal, wenn ihr diese Updates nicht mehr verpassen möchtet. Ich werde dazu garantiert noch ein paar Videos machen. Und die Situation ist einfach scheiße.
Die Situation ist scheiße und ich weiß auch eigentlich gar nicht großartig, was ich dazu sagen soll. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist halt eben, dass ich das maximal scheiße finde und dass ich versuche, darauf aufmerksam zu machen, dass hier ein Problem da ist, genauso wie tausend andere Content Creator das auch tun, dass das nicht tolerierbar und absolut nicht standable ist. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Peace.